So, also es ist Montag. Ja, ich mache gerade Psychologie, ein bisschen meine Sachen. Ja, heute wird nicht so viel passieren bei mir, weil meine Rückenschmerzen sind wieder schlimmer geworden im Vergleich zu gestern, weil die gestern Abend komplett weg waren nach dem Trainieren. Jetzt sind sie doppelt so schlimm wieder da. Deswegen gehe ich heute nicht trainieren, gehe dafür aber heute Abend ein bisschen schwimmen. Und hoffentlich in den Whirlpool da oder halt in die Sauna. Und ja, das wird eigentlich alles heute sein. Falls noch was passiert, nehme ich euch mit, aber ich glaube eher nicht, weil ja, ich mache halt jetzt mein ganzes Zeug für die Woche fast, dass ich echt nichts sonst zu tun habe oder halt nichts mehr machen muss. Ja, genau. So, also, es ist Dienstag. Ein sehr trüber Dienstag. Ich zeige euch mal, wie das Wetter ist. Auch gestern schon. Regnet halt extrem. Heute Morgen war es auch noch voll windig, gestern auch. Übrigens zieht halt jetzt gerade seit gestern schon Gewitter. Aber finde ich auch nicht so schlecht. Ich mag das irgendwie so kuschelig dann. Auf jeden Fall, ich hatte schon. Was hatte ich denn? GP und Psychologie. Ja, ich hatte heute auch eine Präsentation in GP. Lief ganz gut, haben wir hinbekommen. In Psychologie haben wir auch. Ich finde es voll cool, so manchmal in Psychologie. Letzte Woche hatten wir so Clips von The Office und von. Was war es noch? Von noch irgendeiner anderen Serie. Ich weiß gerade leider nicht mehr welcher. Und heute haben wir über Charlie Sheen geredet, weil das halt irgendwie dann in den Unterricht so gepasst hat. Was ich halt echt cool finde, wenn man so irgendwie. Ah, genau, von The Big Bang Theory war es letzte Woche auch, weil das war so ziemlich das gleiche, Big Bang und Office. Das hatte mit dem gleichen Thema zu tun. Ja. Ja, meine Rückenschmerzen sind immer noch da, deswegen weiß ich nicht, ob ich heute noch ins Gym gehe. Ich glaube, ich gehe wieder in den Pool. Weil gestern nach dem Pool, also die sind echt wieder runtergegangen, sehr stark runtergegangen, die Schmerzen. Deswegen, ich glaube, ich gehe eher heute wieder in den Pool. Bisschen schwimmen. Ja. Das nächste ist, ich habe nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich lese halt nur das Buch weiter. Schau vielleicht ein bisschen Serie. Ja. Das ist schon alles. Und ich habe heute. Ich habe das Lied, ich hab das schon ein bisschen auf Ding gesehen, Insta, von diesem Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, habe ich heute mal reingehört. Also das gibt mir schon ein bisschen Moral, so ein bisschen Heimschmerzen, oder Heimschmerzen, Heimweh, ja moin. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es vielleicht auch gehört habt. Weil das Lied finde ich hätte schon. Sehr, sehr. Aber ja. Wir sehen uns mal, falls noch was passiert. Wenn nicht, dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen. Und eigentlich sollten wir heute oder morgen mein Halloween-Kostüm kaufen gehen. Mal schauen. Vielleicht sehen wir uns nachher im Laden. Wenn nicht, dann bin ich morgen dort, weil ich brauche was. Weil am Freitag, ne, am Donnerstag fängt schon so Partys hier an. Ja. So, es ist Mittwoch. Gleich spielt Neapel Champions League. Bin ich mal gespannt. Ich denke schon, dass wir das gewinnen, aber man weiß ja nie im Fußball. Ich hatte auch schon Unterricht und alles. Ja, heute gehen wir abends wahrscheinlich die Kostüme kaufen. Wir gehen halt ins Kostümladen, da nehme ich euch dann mit. Sonst wird, glaube ich, nicht viel passieren. Ich muss noch schauen, ob ich ins Fitness gehe, weil mein Rücken echt immer noch sehr weh tut. Ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall nachher. Deswegen dann bis später. Jo. So, wir sind gerade in dem Laden. Ich habe einfach ein Captain America-Shirt gefunden. Ich weiß nicht, ich muss mal überlegen. So geil. Ich muss mal überlegen. Vielleicht. Schauen wir mal. Aber hier gibt es echt viel. Das sind ein Massen. Das ist echt krass. Wir schauen mal weiter. Also ich habe das hier anprobiert.
aber es ist viel zu klein, diese Standard-Size. Und XXL ist zu groß. Aber ich habe meinen Outfit gefunden. Ich wollte eigentlich als Mario, aber die haben nur XXL. Es wird Luigi. Der Pro. Es wird Luigi. Weil die haben leider nichts Gescheites von Marvel. Batman war halt, weil es Batman ist, auch irgendwie cool. Sonst wollte ich eigentlich. Warte. Muss ich mal hingehen. Wenn ich es finde. Ja, hier. Ich wollte eigentlich aus Cap gehen mit dem Schild. Aber die haben kein so Cap-Kostüm und deswegen ja. Aber ich bin zufrieden mit dem. Sieht cool aus. Passt. Vielleicht mal ein bisschen. Also schon abends, ich habe vergessen aufzunehmen heute. Wir machen uns jetzt fertig. Auf jeden Fall heute habe ich meine Wäsche und so gemacht, Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den anderen. Bisschen pre-gamen. Und dann. Ich habe deine Mutter geschmackt. Und dann gehen wir auf die Party von der Fraternity. Joa. Also heute ist Freitag. Ich hatte schon Unterricht, weil es ja ging natürlich gestern ein bisschen lange, deswegen bin ich auch, hatte nicht so viel Schlaf, war heute Morgen echt kaputt. Ja, auf jeden Fall. Gehe ich jetzt gerade auf den Weg zum Whirlpool. Hoffentlich hat er heute wieder offen und mein Rücken kann ich ein bisschen da, sagen wir mal, behandeln. Und ja, heute Abend gehen wir wahrscheinlich zu Black Adam, weil heute ist so eine Pause, wo wir machen mit Feiern, weil morgen geht es dann wieder weiter, Sonntag keine Ahnung, am Montag wahrscheinlich auch, deswegen ja, heute alle ein bisschen entspannt, weil morgen wird echt ein langer Tag und morgen ist Homecoming, ich weiß gar nicht, wann die Parade und so startet, kann aber schon sehr früh sein, deswegen ja. Brauchen wir unseren Schlaf morgen. Hat geklappt. Ja, ich glaube, wir sehen uns dann nach im Kino wieder. Und ja. Also, wir sind jetzt in Black Adam. No, fuck you. Ich gebe nachher meine Bewertung zu dem Film ab. Ich erwarte mir viel. Fuck. So. Ich bin jetzt zurück im Zimmer. Zu Black Adam. Ich glaube, so eine 7,5 würde ich geben. Gute 7,5. Fand es schon sehr cool, eigentlich, wie der Film gemacht war. Auch die Charaktere fand ich geil. Die Schauspieler waren geil. Einzige, was ich manchmal scheiße fand, waren so, wie die geschauspielert haben, manche. Aber sonst muss ich sagen, war schon eines der besseren DC-Filme. Deswegen auch ja, eine gute 7,5. Und auch der Abspann hat er halt Endcredits ziehen. Ich sage jetzt nicht zu viel, weil man will ja nicht spoilern. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Da bin ich dann auch mal kurz, habe ich mich gefreut im Kino. Auch wenn ich es leider wusste, aber es war trotzdem cool zu sehen. Deswegen ja, also wir sehen uns morgen früh wieder bei der Parade. Genau. Und ja, keine Ahnung. Morgen wird der Tag, glaube ich, sehr stressig. Viel zu erleben morgen. Mal schauen, jo. Hey!
kommt der Präsident von der Uni. Cooles Auto. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das hier gerade ist. Ich glaube, wegen Homecoming, König und Königin, so vielleicht die Nominierten. Keine Ahnung. And your 2022 homecoming queen is Madeline Merrill. Hang out for the third quarter to find the overall winners of the 2022 Missouri State University homecoming. Share the Onward Upward campaign, Missouri State's own, from the class of 1975, Mr. John Goodman. People say that, but this time's truly different. All of us in this room have been through something the world. You guys ready to have some fun tonight?
This song is called Value. It goes like this. Been a few months since we first started talking. Guess it was all. Cause you don't get to hurt me and have me. You don't get to hold me and leave me lonely. Es ist Sonntag, ich war gerade essen, ich bin jetzt zwei, ich bin noch so tot. Ich bin um 4 Uhr heim, musste um 10 Uhr aufstehen, weil ich wegen Psychologie so eine Study Session hatte. Auch die Videos, wo ich von der Halloween Party gestern gemacht habe, habe ich leider nicht gemacht. Die, aber ich werde ein paar trotzdem natürlich einblenden oder eingeblendet haben schon. Weil bei meinem Kostüm einfach, ich habe nirgends was, wo ich meine Sachen reintun kann. Ist schon ein bisschen scheiße natürlich und kann ich habe keinen Bock die ganze Zeit mein Handy in der Hand zu halten. Aber ja, mal schauen, heute passiert gar nichts. Ich mache jetzt noch ein Assignment, was ich machen muss. Heute Abend schauen wir einen Film oder so und das war's. Ja, deswegen, auf jeden Fall, schreibt mal rein, wie euer, obwohl, oder ja, doch eigentlich schon. Halloween bisher war dieses Wochenende, so feiern gehen mit. Und dann, ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.